Moin Leute, eine gute, eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir haben in der letzten Folge die US Open verkackt. Und die gute Nachricht ist, wir können den Spielstand laden. Juhu, weiter geht's mit einem Schaukampf gegen Jenkins. Ich habe keine Ahnung, wie der mit Vornamen heißt. Adrian, Andrew, keine Ahnung. So, ich glaube, ein Satz muss gespielt werden und das hatten wir beim letzten Mal, als wir das hier, oder beim ersten Mal, als wir das hier gemacht haben, hatten wir das auch mit Bravour erledigt. Aber ich habe gerade irgendwie Schwierigkeiten. Ach, 60 leider nur. Ja, wir haben leider keinen Ansager. Das ist leider ist ein bisschen schade, aber macht jetzt nichts. So, er auch nur mit der 100, in Anführungszeichen nur. Na, jetzt läuft's doch. Jawohl, die 180. So, das haben wir gebraucht. Sehr gut. So, damit gehen wir in Führung natürlich. Ich weiß gar nicht, haben wir angefangen? Ich glaube schon, ne? Na, ja. Was war das zweite? War das eine 60? Ja, müsste. Also er gleicht aus. So, war das das Triple? Nein. So, aber wir haben das erste Checkout und er muss noch ein bisschen kämpfen. Ah. Von 181 auf. Ja, war nur die 20. Oh Gott, in die 4 ging der. Heieieiei. Wäre schön versemmelt. So, auf 18 wäre gut. Die einfache. Oh, und wieder ein. Ach Mensch, ey, das war jetzt total doof. Sonst hätten wir jetzt schön Tops anspielen können. So, aber er, der Gegner ist auch nicht zufrieden. So, jetzt statt 3 haben wir immerhin noch 2 Chancen hier, das erste Leg zu gewinnen. Jawohl, da haben wir ihn. Sehr gut. Also, erstes Leg geht zu uns. Und ich weiß nicht, was es bringt, hier so Schaukämpfe zu gewinnen, aber naja, dann kann man mal gegen die ganz großen Namen, Andy Jenkins, steht zumindest auf seinem Hemdchen, können wir mal gegen die ganz großen Namen antreten und mal so, ohne dass es groß um was geht, vielleicht gibt es Reputation oder Ansehen oder keine Ahnung. Na, es war, glaube ich, 140, ne? Ja. So, und damit hat er seinen Vorteil schon verloren. Ja, sehr gut. Damit hat er seinen Vorteil, dass er die Aufnahme hatte, die erste schon verloren. Jetzt muss er Gas geben. Zumindest einmal die 60, ja. Zweimal wäre natürlich noch besser für ihn. Ja, dann kann er jetzt zumindest als erster dann versuchen zu finishen. Aber 161 ist schon knackig. Da können wir uns was Besseres herausarbeiten.
So, was ist das? 84 Rest. Das ist, glaube ich, mit zwei Darts gut machbar. So, er schafft es nicht zu finishen. So, die Chance hier, uns den ersten Satz zu holen. Falls es, vielleicht gibt es auch nur einen Satz. Ich weiß es jetzt nicht. Wieder mal nicht aufgepasst. Ja, Doppel-18. Zwei Versuche. Und dann haben wir ihn hier pulverisiert, den Jenkins. Ne, ah, es gibt sogar noch ein drittes Leck. Na gut. Dann machen wir es noch ein bisschen deutlicher mit 3-0. Kein Problem. So, und die Form sollten wir dann ins nächste Turnier mitnehmen. Das ist nämlich ein guter Schnitt, den wir hier spielen. Also bestimmt 110 oder so. Ja, gute Antwort. Ah. Jawohl. Super. Läuft doch. So, damit haben wir, na, leider kein perfektes Spiel, aber das sieht schon gar nicht schlecht aus. Ja, sollten wir mal auf die Triple 19 ausweichen. Und jetzt irgendwie noch, ah, 24 wäre gut, ne? Macht man da? Tja, was machen wir jetzt am besten? Oder 4 und. Ist auch egal, ich spiele mal hier die hier an. So. Das sind, wenn wir die treffen, 52. Damit haben wir noch 22, Doppel-11. Ist nicht das perfekte Out, ja. Aber ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit nachrechnen, alles. Die Profis haben das natürlich alles immer ganz genau im Kopf, was sie treffen müssen. So, das Problem ist nämlich, wenn man hier jetzt die 11 nämlich daneben wirft, deswegen würde ich fast sagen, wir bauen den um. So, dann müssen wir nämlich, sonst hätte man zwischendurch das nämlich umbauen müssen, wenn man jetzt die 11 nicht trifft. So, und die Doppel-20 finde ich einfach angenehmer. Und erwischen wir auch, ne? Oder nicht? Ach, ach, Entschuldigung, Doppel-10. Das ist jetzt peinlich gewesen. Die Doppel-10 sollten wir nach Gott. Ja, okay. Dann, jetzt haben wir aber auch keine Zeit mehr. Jetzt müssen wir es hier riskieren. Ja, na also. Und damit haben wir den Sieg. Ach Gott, wie peinlich. Na, passt schon. Gut, 3-0 gegen ein Pro. So, was sagt der Veranstaltungskalender? UK Open. Da machen wir doch mit. Burnett, mal gucken, ob wie Honey auch wieder mit dabei ist. Honey ist auch wieder dabei. Spielt gegen einen mit Bild. Hoffen wir mal, dass der Penner rausfliegt. Bolton. Bester von. Was? Wie krank ist das denn? 11 Lecks. Keine Sätze. 11 Lecks. Okay. Das schreibe ich mir mal auf. 11 Lecks. Heieieiei. Ja gut, ist jetzt, hört sich jetzt nach viel an, aber ist jetzt gar nicht so dramatisch. So, ist ja wieder ein richtig hübscher. Burnett hat schon 9.900 verdient.
Wir haben im letzten Turnier 1000 als letzter quasi noch. So, 1000, ja, durch den Schaukampf haben wir nichts gewonnen. Wir haben sogar einen Rang verloren, na, das ist ja bitter. So, auf geht's. Wer zuerst 11 Etappen, also 11 Legs hat, gewinnt. Ja, da hängen wir schon mal ein bisschen hinterher. Hier ist es auch gar nicht schlecht anzufangen eigentlich, ne? Dann kann man immer vorlegen, schön. Na gut, aber wenn wir einmal das Break schaffen, dann haben wir natürlich den Riesenvorteil. Und 60 nur, das ist doch jetzt hier die Chance für uns, da ein bisschen ranzugehen. Ja. Ja. Nein. Aber immerhin der Ausgleich. Wenn er jetzt wieder nur die 60 macht, dann könnte es knapp werden für ihn, wenn wir Gas geben. Ja, jetzt schwächelt er ein bisschen, ne? Das ist gut. Wie eine 140 quasi. So, und wir haben unser erstes Checkout. Das ist natürlich noch sehr schwierig. Aber wir können uns das leichter machen, weil ich glaube nicht, dass der hier mit drei Pfeilen jetzt gleich beendet. 144. Oh Gott. Ah, eine. Das ist schon mal wichtig gewesen. Besser 64 als 104. Oh, und macht er das tatsächlich? Doppel 18? Oh, macht er nicht. Heieieiei. Das wäre ja ein nettes Finish gewesen. So, Triple 16. Hahaha. 16 und Doppel 16 dann. Doppel 9, Entschuldigung. Ist ja keine tolle. Na, was gibt der uns denn hier für Vorschläge? Scheiße. Wo ging die jetzt rein? Haben wir uns überworfen? Nee. Ging daneben. Na gut, wäre eh scheiße gewesen. Und er erwischt nämlich die Doppel-9. Na gut. Man kann ja nicht immer breaken. Dann müssen wir jetzt aber auf jeden Fall nachziehen und unsere Aufnahme hier verteidigen. Ach, schade. Knapp daneben. Fantastic Gods. Two more. Und er hat gut nachgezogen, ne? Ja. 103er Schnitt, ne? Das ist schon gut. Und da haben wir sie. Super. Und irgendwann werden wir auch nochmal unseren neuen Data schaffen, ne? Irgendwann.
Great shot. Ja, ist ein bisschen dünn für ihn. Ein bisschen mehr wäre besser. So, da haben wir eigentlich jetzt 6 Pfeile, ne? Ich glaube nicht, dass der 161 checkt. Triple 20, Doppel 4. Na gut. So, dann können wir wenigstens jetzt hier die einzelne 8. Ich hoffe, er ist nicht in die 16 gerauscht. Okay. So, 3 Pfeile für die Doppel 20. Das sollte ja machbar sein eigentlich. Sonst wird es nämlich knapp. Ja, der erste Pass, sehr gut. Ja, damit steht's 1:1 und ich würde sagen, nächste Folge geht's dann hier weiter und ja, wer zuerst 11 hat, hat gewonnen. Also, bis dann, Leute, wir sehen uns.